Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom WB Stammtisch. Heute reden wir über die Reizfigur im Kanton. Jemand, der regelmässig für Schlagzeilen sorgt und das schon seit gut 20 Jahren. Die Rede ist nicht vom Sepp Blatter, auch nicht vom Christian Constantin oder von anderen illustren Persönlichkeiten, sondern vom Wolf. Die Befürworter und Gegner von diesem Räubtier liefern sich hitzige Debatten. Die Fronten sind verhärtet. Umso mehr freut es mich, dass sich meine heutigen Gäste bereit erklärt haben, über das Thema zu diskutieren. Laura Schmidt, ihr seid Geschäftsleiterin vom WWF Oberwallis und Schorsch Schneidrig, Co-Präsident vom Verein Lebensraum Schweiz ohne Grossraubtiere. Herzlich willkommen am WB Stammtisch. Merci vielmals. Amt. Laura Schmidt, ihr seid jetzt bald ein Jahr im Amt als Geschäftsleiterin vom WWF Oberwallis. Habt ihr den Entscheid, den Job mal anzunehmen, schon mal irgendwo bereut? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und ich habe das Gefühl, viele stellen sich das recht schlimm vor. Also zumindest, so wie ich angesprochen werde, sagen mir viele, ja, aber ist das nicht schlimm mit dem Ganzen? Wird man da nicht viel angefeindert und so? Und ich muss eigentlich sagen, es ist überhaupt nicht so. Also es ist eigentlich sehr angenehm und ich habe bis jetzt immer sehr gute Begegnungen gehabt, auch mit Leuten, die überhaupt nicht meiner Meinung sind. Also, ich habe viele gute Gespräche gehabt mit Schafhaltern. Ja. Also ihr könntet ohne Probleme wieder im Arc am Bratwurst essen. Ja, ich glaube schon. Schon Schneidrig, auch bei den Natur- und Tierschützern gibt es Leute, die ihre Anliegen vehement vertreten und teilt sehr rabiat. Wie ist es auch gegangen? Hat er schon Anfeindungen wegen seiner Position erfahren? Ja, das gibt es sicher. Ich meine, es gibt anonyme Briefe, die kommen. Und mit dem muss man einfach leben. Wenn man sich ein Weib spaniert, dann muss man mit dem umgehen. Und ich glaube, das lernt man im Verlauf der Jahre, dass einfach Leute, die andere Meinung haben. Es ist einfach nur schlimm, dass sie einfach nicht dazu stehen können. Und das einfach dann irgendwie mit anonymen Schreiben probieren zu definieren. Aber ich glaube, mit dem kann ich umgehen. Aber kommt das viel vor, oder? Nein, das ist im Rahmen. Bevor das wir vielleicht den einen oder anderen Punkt diskutieren, gibt es innerhalb der ganzen Wolfsdebatte irgendeinen Punkt, wo ihr beide miteinander könntet einverstanden sein, ein klitzerkleinster gemeinsamer Nenner. Seht ihr da vielleicht irgendetwas zu so uns? Ja, ich kann mich zum Standpunkt von WWF äußern, aber von unserem Standpunkt ist eigentlich klar, wir sagen, ein Zusammenleben zwischen den Grossreptieren, also es ist nicht nur Wolf, das ist ja über Luchs und so weiter, ein Zusammenleben zwischen den Grossreptieren, in unserer zivilisierten, kleinstrukturierten Schweiz, Kulturlandschaft, die Tierpflege, ist praktisch nicht mehr gleich mit der Nutztierhaltung usw. So wir haben das feststellen im Verlauf der Jahre. Und wir sind ganz klar der Meinung, dass es das Zusammenleben, wie es angedacht ist, wie noch weiter wachsen soll, zusammen mit der Entwicklung von diesen Populationen, ist so eine Schweiz für uns nicht möglich. Das Zusammenleben, das nicht möglich ist, ich nehme an, da sind wir sehr weit voneinander. Ja, in diesem Punkt sind wir sicher weit voneinander weg. Aber zur Frage, ob wir auch Gemeinsamkeiten haben, haben wir eigentlich mal ganz klar. Also ich glaube, es ist in unserem beiden Interesse, dass sicher die traditionelle Schafhaltung erhalten bleibt im Wallis. Und dass man Lösungen findet und Wege, für dass das nicht gefährdet wird, für dass man das aufrechterhalten kann und für dass es keine Risse gibt. Ich glaube, das ist das Ziel von uns beiden, auch wenn unsere Lösungsansätze da unterschiedlich sind. Zu diesem gemeinsamen Ziel und zu einem verschiedenen Lösungsansatz ich möchte am Schluss vielleicht noch mal ganz schnell darauf zurückkommen. Gehen wir noch auf die politische Ebene. Im Vorfeld der vergangenen eidgenössischen Wahlen hat es einzelne linke Politiker gegeben, die hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, sie könnten sich erleichterte Abschlussbedingungen durch uns vorstellen. Müsste auch das nicht eigentlich zu teilen gehen? Ja, es geht. Weil, also ehrlich gesagt, der WWF ist ja nicht per se gegen 100% von allen Abschüssen. Also grundsätzlich sind wir auch jemand, also ein Verband, der zum Beispiel hinter der Jagd steht, der sagt, man muss eigentlich alle Tierbestände in der Schweiz regulieren. Es gibt keine Tierart, wo man auch sagt, die laden wir unreguliert. Und das Gleiche gilt aus meiner Sicht auch für den Wolf. Da wäre es klar so, wenn jetzt wir grosse Wolfsbestände haben, dann müssen wir die sicher regulieren. Was sind und wir haben grosse Wolfsbestände für Walliser Verhältnis? Ich finde es jetzt schwierig, so in Zahlen auszudrücken, aber im Moment haben wir auch 4 bis 6 Wölfe. Das ist ein Bestand, der nicht einmal ein gesicherter, nachhaltiger Bestand ist. Also es ist immer noch darum eine bedrohte Tierart. Von dem her würde ich sagen, der WWF macht nicht gegen alle Abschüsse per se in Sprache. Und eine Regulierung langfristig,
da stellen wir uns nicht dagegen. Aber im Moment ist man überhaupt nicht an dem Zeitpunkt von der Population. Es gibt ja Experten, die sagen, bis zu 300 Wölfe in der Schweiz würde es vertragen. Ich nehme an, bei den solchen Zahlen stellt es auch ab. Vor einem Selbstergegensatz, wenn man sagt, ist mit 5 bis 7 Wölfe sind wir wieder eine Form von der Population, die lebensfähig ist. Wir haben in Europa 20'000 Wölfe, also das ist absolut kein bedrohter Tierort. Und wir verstehen aber heute nicht, dass jetzt, wenn der vorher gesagt hat, in einer kleinen strukturierten Schweiz, wie wir heute jetzt will, hier leben, 2'000 Meter, Tourismus, Landwirtschaft, alles, was dazu beiträgt, dass wir hier müssen sehr viele Wölfe haben. Wenn wir mit den 300 Wölfen in Aussprache in der Schweiz müssen umgehen, wenn wir heute schon mit 20 bis 30 an die Grenzen stoßen, finanziell, vom Aufwand und so weiter. Ist das eine Utopie, wenn man sich in die Richtung will bewegen? Jetzt hat er ja auf der politischen Ebene, gibt es ja auf Kantonsebene, auf nationaler Ebene zig Vorstöße, die dem Wolf an den Kragen wollen. In der letzten Session hat der Ständerat eine Motion klar abgelehnt, wonach der Wolf als ganzjähriges bejagbares Tier eingestuft werden soll. Ist jetzt nicht eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo muss man sagen, lieber es lasse gut sein? Überhaupt nicht. Ich muss vielleicht Folgendes sagen. Die Vorstösse im kantonalen Parlament, im Walliser Parlament, die sind wohl ein Stück weit recht, aber die verfahren eigentlich meistens nichts. Teilweise hat der Teilnehmer das schön, weil sich da teilweise, wenn sich da gewisse Leute ein bisschen hochspielen, ist das ein interessantes Thema. Und ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung drin. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, einen Vorstoß, wo man sagt, wird der Flüchtling auf die Alpen, also ist der Teilnehmer das schön, da bin ich wirklich Gärtner von solchen Vorstößen. Und die dann eigentlich, ich bei mir, ins Gegenteil, die Ziele. Die Politik geht in Wahrung zu dem Thema, das ist ein Bundesproblem. Und wir sind natürlich sehr stark interessiert, dass wir vor allem in der Bundesbahn gewisse Regeln machen können. Wir haben jetzt die Motion vom Rieder Beat verloren. Durch immerhin 17 Ständerat dem zugestimmt. Vor Jahren war das praktisch wahrscheinlich über eure Zustimmung gewesen. Und wir werden sicher nicht aufgeben, wir werden weitere versuchen, dass wir hier eine politische Arbeit, unsere Meinungen und unsere Ideen voll einbringen können. In der Ständeratsdebatte hat euch ein Solothurner SP-Politiker, der Roberto Zanetti, gesagt, der Wolf hat ein Imageproblem, wie wir Politiker auch. Dabei stiftet er auch Nutzen. Frau Schmidt, welchen Nutzen soll ein Tier haben? Hier im Wallis, wo im letzten Jahr über 150 Schafe und Geissen gerissen hat. Also ich bin auch einverstanden, dass der Wolf ein Imageproblem hat. Und ich glaube, dass genau der Wert eigentlich viel zu wenig gesehen wird. Dass der Wolf halt sehr wichtiger Bestandteil ist von der Artenvielfalt. Dass man sieht, eigentlich ein Wald, grundsätzlich alle Wälder, ist ein Balance, ein Gleichgewicht von Beutetier und Raubtier. Und wenn es da kein Raubtier hat, dann ist eigentlich der Wald außerhalb vom Gleichgewicht. Und man sieht eigentlich, dass Wälder, wo Wölfe drin sind, die haben weniger Verbissschäden, die haben einen besseren Wildbestand, weil der Wolf ist auch sehr gut. Der schmeckt, wenn Tiere krank sind, der tut sehr stark die alten und die kranken Tiere jagen. Und durch das gibt es eigentlich einen gesunden Wildbestand. Und ich glaube, die Funktion des Wolfs, die wird einfach sehr oft nicht gesehen. Ich meine, der Wolf ist nicht ein Nice-to-have-Tier, das irgendwie der WWF schützt, weil das auf einem Plakat hinter dem Vollmond irgendwie romantisch aussieht. Sondern das ist ein wichtiger Bestandteil von der Artenvielfalt. Und ich glaube, auch auf der anderen Seite hat er ein falsches Image, weil der Wolf ist weder das Plakat-Tier, noch ist er der böse Wolf vom Rotkäppli. Ich glaube, das muss man ein bisschen rationaler sehen. Der Wolf als Wildhüter sozusagen, können der Ansicht etwas abgewinnen? Das muss ich grundsätzlich sagen, es ist schon klar, dass die Umweltverbände eine sehr grosse Vernetzung in der ganzen Politik, das habe ich jetzt festgestellt mit der Arbeit, die wir machen in diesem Verein. Wenn man in dem Bundespaar ist, in dem Parlament ist, dann spürt man, wie die Vernetzung läuft. Und das sind sehr viele Leute, die sich durch die Vernetzung nicht unbedingt getrauen, eine klare Position einzunehmen. Und es ist klar, es ist der Wald, es ist die Jagd gekommen, es sind jetzt alle ein bisschen gekommen, gesagt, und wohl, der Wolf, der hat doch einen gewissen Nutzen und so weiter, man soll ein bisschen stützen. Und das kann vielleicht von einer Seite stimmen, ich kann das nicht beurteilen, ich bin da nicht Fachmann in diesem Bereich, aber ich sehe es einfach aus der Sicht von der Landwirtschaft, ich bin selber Landwirt und ich kann das ein bisschen feststellen, dass so wie das angedacht ist von diesen Verbänden, vor allem von der Bundespolitik im Moment, vom BAFU, also wird die Entwicklung von dem Wolf in der Schweiz unmöglich funktionieren. Kommen wir nochmal zurück zum Imageproblem, weil das ist gleich ein interessanter Aspekt, dass man aber sagen wir eher in städtischen Gebieten, kehrt man vielfach die Stimmen, die sagen, ja, die Walliser mit dem Wolf, was hat er da, lädt doch das Tier, lalabo. Ist das vielleicht nicht ein bisschen eine naive Vorstellung von Natur,
zu Wolleskose, also ein intakte Wildnis, ein Naherholungsgebiet von der Schweiz, wo der Städter im Wochenende schnell mal da rüberreisen und wo gefälligst dann nachher alle Menschen und Tiere harmonisch sollen zusammenleben. Ist das nicht mehr so ein verklärtes Bild von der Natur? Ja, mal, ich glaube, so verklärte Bilder gibt es auf beiden Seiten und ich bin einverstanden, dass es da, sagen wir, eine Romantifizierung gibt von der ganzen Sache, aber ich glaube, das ist jetzt für mich, es ist jetzt nicht so ein Thema, weil aus meiner Sicht geht es darum, sich wirklich dafür zu setzen, okay, wir als WWF schützen eigentlich die Natur, wir wollen gesunde Lebensräume, wir wollen stabile Lebensräume und da kehren nun mal halt Grossräubtiere ja dazu. Von dem her geht es eigentlich um den Schutz der Wälder, um den Schutz von unserer alpinen Biodiversität. Von dem her dünkt es mich, es ist nicht so wichtig, was die romantifizierten Bilder sind. Ich glaube schon, dass die recht realitätsfremd sind. Aber schlussendlich geht es doch darum, dass man die Probleme ernst nimmt. Und ich glaube, die Leute, die wirklich mit dem Thema zu tun haben, die haben auch Verständnis. Ich verstehe das sehr, dass aus Sicht der Landwirtschaft das schwierig ist und dass es schwierige Konflikte sind. Und ja, der Übergriff auf den Herden ist einer zu viel und sollte auf jeden Fall vermieden werden. Von dem her denke ich, es geht darum, konstruktive Lösungen zu finden. Wenn wir mit diesen Klischees bleiben, das, was ich vorhin gesagt habe, das könnte man euch umdrehen und vielleicht den Walliser den Vorwurf machen, dass ihnen vielleicht gar nicht um den Wolf an sich selber geht, sondern vielmehr darum, um eine gewisse trotzige Einstellung, dass man sagt, so, Wirli ist sicher nicht sagen von irgendjemandem in Bundesbär oder von irgendwo Zürcher, wie wir hier zu leben haben. Ist die ganze Wolfsdebatte vielleicht eine Stellvertreterdiskussion für ein Graben zwischen Stadt und Land bzw. Berggebiet? Das ist sicher so. Also, wenn ich jetzt sehe, was in Bär abgeht, ich glaube, über andere grosse Themen, vielleicht noch wichtige Themen, wäre feststellen, dass der ländliche Raum ist in der Schweiz am Verlieren, massiv am Verlieren. Und das Thema Wolf trägt ebenfalls dazu bei. Wenn man sagt, ja, der Wolf hat die Berechtigung, muss man sich auch die Gegenfrage stellen. Ich meine, der Wolf hat man vor 150 Jahren mal ausgerottet und 150 Jahre überlebt ohne Wolf. Was ist jetzt die Überlegung, warum das der Wolf jetzt scheinbar der Retter von der Wälder soll sein oder von der ganzen Natur? Es ist überhaupt nicht begreiflich, weil schlussendlich behaupte ich jetzt einfach mal etwas, dass ja wir Landwirtschaft sind, ja die, die Landschaft erhalten und das sind nicht Städter. Ich habe das Verständnis vom Städter, wie will der Gottes Seele, ich will nicht begreifen, was das heisst, das Zusammenleben zwischen Grossreptier und den Nutztier oder in der Zivilisation im Allgemeinen. Ich meine, wir leben heute in einer anderen Gesellschaft. Wir werden auf die Welt geboren und dann sind wir zwei Tage später am Computer. Und wie soll der Mensch nachher einen Bezug zur Natur generell? Ich glaube, das haben wir. Wir sind die Landschaft pflegen und hegen und wir sind die auf die Alpen gehen, im Sommer so eine Schafe fliegen und. Ich glaube, da sieht man einfach auch, dass natürlich logischerweise hier gemessen wird nach Menge. Und Menge heisst, da, wo die urbanen Räume sind, ist Menschen, sind die grossen Populationen von der Menschheit. Und da wird einfach der ländliche Räume wird länger mehr verlieren. Und das ist ein Thema, werden wir noch zusätzlich verlieren. Und das wird natürlich die deutsche Kultur, schöne Kultur, Tradition, was die Landschaft und auch, ich glaube, wir sind Grundnahrungsversorger ein Stück weit, das vergisst man aber vielfach auch, wird die hochwertige Produkte in der Landwirtschaft herstellen. Und das tun wir einfach alles ausklammern. Im Sinne, dass uns meist noch vermehrt grosse Aufgaben hier haben. Ich glaube, eine Nebenerwerbslandwirtschaft ist heute schon gefordert. Wir müssen sehr viele Sachen erfüllen. Sehr viele Vorgaben von der Tierschutz, von der Tierhaltung und so weiter. Das ist ein neues Problem dazu, das mich effektiv aufzwingt. Und da bin ich natürlich der vehemente Gegner, dass man einfach gewisse Kreise, die nicht etwas aufzwingen, das macht man nicht, das ist auch nicht anständig, dass man einfach Leute, die da schon gewisse Arbeit leisten und noch mehr Auflagen dort anbinden, die man vom zeitlichen Faktor her, vom finanziellen Faktor her gar nicht mehr erfüllen kann. Darf ich da etwas ergänzen? Ja, also nur gerade schnell, weil du hast vorher gesagt, der Wolf ist vor 150 Jahren ausgerottet worden und dann hat man einen guten Grund gehabt. Ich glaube auch damals, vor 150 Jahren, hat man einen guten Grund gehabt, weil erstens mal war es eine ganz andere Versorgungssituation gewesen. Damals ist das wirklich um Existenzbedrohung gegangen, wenn Schafe sind gerissen worden. Und da muss man ehrlich gesagt heute sagen, dass das nicht mehr so ist. Plus zweitens ist auch die Situation im Wald ganz anders gewesen. Die Wälder sind nicht mehr ein desolater Zustand gewesen. Die Wildbestände sind sehr, sehr viel tiefer gewesen als heute. Und darum hat es auch massiv viel mehr Übergriffe gegeben auf eben Nutztiere als heute. Von dem her haben wir heute nicht die gleiche Situation. Und zu sagen, zu vergleichen, wir machen das heute gleich wie vor 150 Jahren, das macht man in keinem anderen Themenbereich eigentlich. Ja, wir haben heute eine ganz andere Ausgangslage, ja. Um den Wolf hier zu haben. Und damit zum zweiten Stichwort, das ist gefallen, dass jetzt da der Wolf dem Wallis aufgezwungen wird.
so habe ich einfach das Gefühl, kann man das nicht sehen, weil der Wolf, das ist einfach eine Realität, die einwandert von Italien. Also es kommt niemand und setzt hier Wolf aus. Das ist ein Schauermärchen. Von dem her, der wird nicht aufgezwungen, sondern das ist ein europäisch wie geschützte Tierart. Und ich glaube ganz ehrlich, dass selbst wenn man beschließt, wir haben hier keinen Schutz mehr vom Wolf und wir schießen jeden Wolf ab, auch noch der kann man ja nie wissen, ob nicht morgen Nacht gerade wieder der Nächste von Italien einwandert. Von dem her, die Leute, die hier im Wallis in den Alpen ihre Schafe oben haben, die sind sowieso gezwungen, Herdenschutz zu machen. Wenn sie wirklich wollen, sicher sein, dass sie keine Risse haben, auch wenn man den Wolf abschießt. Von dem her, glaube ich, um den Herdenschutz führt langfristig gar kein Weg drumherum. Und wenn der Herdenschutz sich mal wirklich etabliert hat und so umgesetzt wird, wie er euch empfohlen wird, dann glaube ich, aber massiv viel weniger Risse und dann wird das Thema gar nicht mehr so heiß diskutiert. Dann wird das gar nicht mehr so eine Frage sein. Guten Herdenschutz, gleich weniger Risse. Ja. Der Sommer steht bevor. Ich muss zuerst eine Antwort geben. Also, wenn man sagt, die Situation ist sich geändert. Ja, logisch hat sich die Situation geändert. Aber vor allem, wir heute in der Schweiz viel mehr Leute, die wir dazu noch haben. Das ist mal ein Faktor, den man total ausklammert. Wir haben viele Ideen in diesen Jahren, die man wohl für uns hat. Ich weiß nicht, vielleicht 1-2 Millionen Einwohner in der Schweiz, heute 8 Millionen. Also, wir sind viel dichter besiedelt. Das heisst, der Wolf ist nicht nur das Walliser Problem. Das sollte man total verkennen, wenn man ständig vom Walliser Problem redet. Und ich stelle fest, dass man das effektiv schweizweit immer noch probiert, dass der Walliser anzuheichen. Dann haben wir in der Ostschweiz, Graubünden, ich bin viel unterwegs im Moment in der Schweiz, ich sehe, was da abgeht. Die Regionen haben alle genau die gleichen Probleme. Wir im Moment noch ein bisschen das Glück, dass nur verdummt sagen einfach die Schafe die bewirtschaften im Moment. Wir haben in eine Situation geraten, was schon passiert ist, dass wir das Grossvieh haben, Angriff auf Grossvieh. Im Ausland ist das tagtäglich so. Und dort werden wir schauen, wie sich die Schweizer Politik entwickeln richtig. Ich glaube, das ist eine neue Entwicklung, die stattfindet, die wir nicht regeln unter Herdenschutz oder angesprochen haben. Wir machen Herdenschutz. Lesungen anbieten, Lesungen machen. Wir müssen das machen. Gezwungenermassen müssen wir von unserer Zeit, wo wir schon keine haben, nur Herdenschutzmaßnahmen greifen, was sowieso nie verhängt. Der Herdenschutz ist nur so lange gut, wie kein Wolf da ist. Sobald der Wolf da ist, kann der Herdenschutz vergessen. Der Wolf ist kein kleines Hundchen, das nicht über den Zäumen springen kann. Schau, ein Schäferhund da. Die haben eine gewisse Sprungkraft. Das ist im Wolf genau dasselbe. Darf ich da der Herdenschutz als quasi, was wenig bringt, oder also ja, also zwei Sachen. Und nachher beim Schutz selber wenig. Herdenschutz und auch, dass man in allen anderen Regionen die gleichen Probleme hat, dass mir leid, das stimmt einfach nicht. Also im Wallis ist, in der Schweizer Schutzwallis die Problemregion, obwohl nicht das Wallis die Region ist, wo die einzigen sind, die Wölfe haben. Also im Graubünden und andernorts und auch gerade in Italien und Frankreich sind die Probleme niemals so geprägt, weil es besser Herdenschutz gibt. Aber darf ich noch gerade die Frage... In Frankreich und Italien. In Frankreich haben wir 8'000 gerissene Tiere und die haben kein Problem. Ich kenne die Antworten von BAFO. Das BAFO sagt, wenn ich vor Jahren gesagt habe, gerade Frankreich und Italien, die haben kein Problem. Jetzt sind es 8'000 gerissene Schafe. Jetzt, wenn man sagt, was sind das für Probleme und was machen sie denn falsch? Sie haben falsche Herdenschutz. Das ist doch alles auf Lug und Trug aufgebaut. Das tut mir leid, ich muss das sagen. Ein Schuppen wird einfach isch angelogen und wir stellen fest, wir können immer nur so weit etwas bringen, wie wir etwas beweisen können. Und das wird schon sehr gestanden und mehr nicht. Darf ich noch schnell ausführen, was ich auch sagen zum Herdenschutz zu deiner Frage? Ganz kurz, bitte, nachher auf die Schlussrunde abbiegen. Weil, so viel zum Thema. Du hast ja gesagt, der Herdenschutz funktioniert nur da, wo es keinen Wolf gibt. Das stimmt überhaupt nicht. Also wir haben gerade im hinteren Turtmantal eine grosse Herde vom Herrn Bregi, die mit Herdenschutzhunden geschützt wird, die im letzten Sommer im Impact-Gebiet waren von zwei Wölfen und wo es einen einzigen Riss gegeben hat, einen einzigen Beleiter. Es gibt noch andere Herden, die auch geschützt sind. Machen wir das? Ich muss mal Moment, mal sehen. Ja, Moment, ja, das hält sich da in Grenzen, weil nämlich auch der Herdenschutz wird, nämlich auch die Rechnung lohnt sich, das wird nämlich abgegolten vom Bund. Von dem her, die Herden, was wirklich haben probiert. Die haben hier im Wallis nämlich nicht Konflikt mit dem Wolf. Aber es gibt auch Alpen, die sagen, sie machen Herdenschutz und wo auch sagen, wir haben alles umgesetzt, wo ist gesagt worden. Nur auf Nachfrage. Ja, genau. Darf ich ganz schnell fertig reden? Ja. Zu der Sache. Ja. Augsburg-Region, die sagen, wir haben alles umgesetzt, was ist empfohlen. Ja. Und wenn man Agridea nachfragt, dann sagen die, das stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie haben sich sogar gewehrt gegen die Beratung und die Massnahmen, die empfohlen wurden, sind in keiner Art und Weise umgesetzt. Die haben auf der Basis der Kontrolle und auf der Basis von der Agridea haben die alles umgesetzt, was man gesagt hat. Und was sagst du, letztes Mal machen die Schafe abziehen? Ein riesiger Aufwand gehabt. Dann wollen wir mit den Betroffenen nicht reden.
Konzepte umsetzen und Lesungen treffen. Ja, wir mal vor Ort schauen, was die machen und was das letzte heisst unter dem Strich. Das ist eine Katastrophe, am Schluss hat auf dem Augsport-Tor sind die Massnahmen genau nicht umgesetzt worden. Das sind für uns genau das Beispiel, das schlecht gemacht hat. Das ist eine Verurteilung, aber selber, was sie gemacht haben. Dann seht ihr die Antworten, die da kommen. Ja, das hat auch die Idee schon gemacht. Stell dir fest, es tut mir leid, dass ich die emotionalen Debatte unterbreche. Schlussfrage. Wenn ihr eines Tages einem Wolf begegnen für eine Wanderung und so, was würdet ihr machen? Habt ihr das schon mal überlegt? Ja, ich würde wahrscheinlich relativ schnell die Kamera uns holen, aber ich bin sicher, bis der wäre der Wolf weg, weil der Wolf ist ein sehr menschenscheues Tier. Ja. Herr Schneidrig, was würdet ihr machen? Angesichts? Das wird jetzt hier nicht sagen, was ich würde machen, aber ich stelle einfach fest, ich habe selber schon Schaden gehabt mit Wolf und das ist für mich das Thema, also wie es vorgegeben wird oder wie es aufgedrungen wird, war der Wirf jeder Sparte, wird jeder Stern Schicksal am Standort, das wird so unverhandelt, das müssen Lesungen geben, wir daran arbeiten, wir wollen einfach das Problem lesen, wir wollen nicht irgendetwas Fiktives sagen, ich sage, die illegale Abschiss da, da gibt es heute Abend, man muss gewisse Untersuchungen treffen und schauen, was effektiv passiert ist. Wir wollen Lesungen haben und wir wollen nicht einfach etwas, was wir machen. Ich glaube, das ist für mich der falsche Ansatz. Merci vielmals, dass ihr beide seid hier gewesen. George Schneidrig, Laura Schmidt, danke für das Gespräch. Merci. Und auch daheim, merci für zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.